alle wissen, gibt es einige Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum, die die Testzentren eingestampft haben. Da werden Tests nicht mehr in den entsprechenden Zentren gemacht. Hier ist man einen anderen Weg gegangen. Wir haben weiterhin die aktive Fallfindung, die aktive Fallsuche betrieben, haben insbesondere in Gemeinschaftseinrichtungen damit weitergemacht, in den Alten- und Pflegeheimen. Und natürlich findet man immer Fälle, wenn man sucht. Das ist so ein altes Motto aus der Medizin, wer sucht, findet. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man das in diesem Gesamtkontext wertet. Allgemein wissen Sie ja, die Situation in Deutschland ist eine günstige. Die Fallzahlen gehen zurück, aber das ist extrem wichtig, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, das ganze Thema Covid ist vorbei. Sie sehen, was passieren kann in Amerika oder in Südamerika insbesondere, dass so eine Erkrankung wirklich das Potenzial hat, immer wieder zu explodieren. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir genau mit solchen präventiven Konzepten uns vorbereiten für eine Zeit wie den Herbst etc., dass wir da nicht in eine Situation kommen, wie wir das in den USA sehen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich würde ganz kurz die Ausführungen von Oberbürgermeister Thomas Geisel nochmal ergänzen. Wir haben kurzfristige und, ich sage jetzt mal, dann auch mittelfristige Maßnahmen gemacht. Wir haben eine Koordinierungsgruppe Altstadt eingesetzt, um tatsächlich hier auch diese Situation in der Altstadt zu beraten. Die Koordinierungsgruppe, das ist der Slide, auf den Herr Dr. Goebbels eben bezogen hat. Genau. Wir haben auf ein bewährtes Instrument zurückgegriffen in dieser Stadt, nämlich auf die Koordinierungsgruppe, die wir ursprünglich zu oder sonst immer grundsätzlich zu Großveranstaltungen einsetzen. Das ist eine, ich sag mal, Expertengruppe aus all denjenigen, die sich mit entsprechenden Maßnahmen in dieser Stadt auskennen. Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, Amt für Verkehrsmanagement, Rheinbahn, da sind noch einige andere dran beteiligt. Natürlich das Gesundheitsamt war in dieser Situation auch dran beteiligt, die sich einmal das haben Sie in den letzten Wochen schon mitbekommen, eben auch um kurzfristige Maßnahmen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, Gedanken gemacht haben. Und andererseits aber eben auch über die Frage, wie gehen wir mittelfristig und was sind mittelfristig für Maßnahmen sinnvoll und notwendig, wenn wir hier möglicherweise zu einer Inzidenzüberschreitung kommen, um dann eben eine weitere Ausbreitung von Infektionsgeschehen möglich zu machen. Wir betrachten das einmal kurz als Überblick. Wir fußen hier auf den Entfluchtungsplan der Altstadt, das heißt für Sie vom Grundsatz im Bereich Ratinger Straße im Norden, Heinrich-Heine-Allee im Osten, im Süden, Karlsplatz geht ein bisschen weiter runter noch und dann natürlich das Rheinufer im Westen, das ist der Bereich, um den wir uns kümmern. Insbesondere haben wir in den letzten Wochen, also wir betrachten den gesamten Altstadtbereich, aber wir haben insbesondere in den letzten Wochen hier eigentlich vier Schwerpunkte uns angeguckt und das ist zum einen eben, Herr Oberbürgermeister hat es angesprochen, Freitreppe und kurze Straße, wo wir tatsächlich eben auch konkreten Handlungsbedarf hatten. Die anderen beiden Bereiche, Bolkerstraße und Kasematten-Rheinufer, wo wir in der Tat hohe Passantenfrequenzen verzeichnen, aber eben keine Verweilfrequenzen, weshalb dort aus unserer Sicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt eben noch kein unmittelbarer Handlungsbedarf ist, aber wir werden das weiter im Blick haben. Wir haben auch das nochmal als Ergänzung, der Oberbürgermeister hat es eben schon angesprochen, eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet. Einmal die grundsätzliche Einsatzstrategie von Polizei und USD in der Altstadt ist, in einer, ich sag mal, verhältnismäßigen Eskalation vorzugehen, nämlich erstmal eben die Sensibilisierung, Ansprache der Menschen durch Promotion-Teams, das werden wir insbesondere an diesem Wochenende auch nochmal stärker durchführen. Dann in einem zweiten Schritt, und da bin ich eben auch den Gastronomen in der Altstadt, insbesondere in der kurzen Straße, da hatten wir letzte Woche auch ein Gespräch, sehr dankbar, die hier sehr kooperativ und konstruktiv sind. Herr Elscheik ist da, der hat das auch sehr konstruktiv mit begleitet, diese Gespräche uns auch beraten.
Und die Gastronomen unterstützen auch die Maßnahmen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man hier zu einem Schulterschluss kommt, dass die Gastronomen nicht sagen, oh, das ist alles Mist, was Polizei und Ordnungsamt machen, sondern dass die eben auch feststellen, das ist auch in ihrem Sinne. Wir machen das ja nicht, um die Gastronomen zu ärgern oder zu gängeln, sondern weil wir letztlich einen geordneten und vernünftigen Gastronomiebetrieb in der Altstadt ja ermöglichen wollen. Die dritte Stufe wäre dann quasi eine, ich sag mal, robustere Ansprache. Wir sind immer noch nicht im Bereich von ordnungsbehördlichen Maßnahmen durch USD und Polizei. Und dann erst, und das ist eigentlich das, was wir zwar schon mehrfach machen mussten im Bereich Kurze Straße und Freitreppe, was wir aber eigentlich auch vermeiden möchten, nämlich, dass wir räumen möchten. Insofern, unsere Anstrengungen richten sich wirklich darauf, die Menschen tatsächlich im Vorfeld vor die Lage zu kommen, die Menschen für diese Situation zu sensibilisieren, eine Personendichte gar nicht erst entstehen zu lassen und die Personen zu zerstreuen. Wir haben dann auch eine ganze Reihe von zusätzlichen Kommunikationsmaßnahmen, die wir in unterschiedlicher Art und Weise einsetzen, lageabhängig. Das beginnt dabei, dass wir die Banner aufgehängt haben, um einfach auch nochmal, glaube ich, nach außen hin ein Zeichen zu setzen. Das beginnt, setzt sich aber auch darüber fort, dass wir auch nochmal andere Markierungen auf der Freitreppe gemacht haben, die vielleicht auch nochmal ein bisschen augenscheinlicher sind, die auch unseren Kräften helfen, deutlich stärker, deutlich früher zu erkennen, wann haben wir eigentlich eine Befüllung der Freitreppe, wann nicht. Wir haben Lautsprecherdurchsagen, der ein oder andere von Ihnen hat es vielleicht am letzten Wochenende auch mitbekommen, die der USD jetzt eben auch machen kann. Einerseits zur Sensibilisierung, andererseits aber auch sollte eine Räumung möglich sein, um das dann auch an der Stelle nochmal zu unterstützen. Bei der Freitreppe fahren wir die Beleuchtung rauf. Wir verbieten dort ab einem gewissen Zeitpunkt dann eben auch die Musik an der Freitreppe. Also alle die Maßnahmen, die eine personendichte quasi noch befeuern und verstärken. Und dann, der Oberbürgermeister hat es eben schon angesprochen, glaube ich, eine sehr gute Maßnahme, die sehr zur Entzerrung beigetragen hat, ist, dass wir auf dem Burgplatz jetzt temporär erweiterte Terrassenflächen angeboten haben, um den Menschen, die ja bei gutem Wetter einfach ein Bedürfnis haben, draußen zu sein und gleichzeitig ja auch, wie ganz klar wissen, draußen ist es risikoloser als drinnen. Und insofern haben wir auf diese Situation reagiert. Sie sehen hier das Foto in der Präsentation, die kleine Terrassenfläche vom Kürzer. Es gibt jetzt noch zwei weitere Terrassenflächen auf dem Burgplatz, die auch an diesem Wochenende entsprechend umgesetzt werden. Und somit ein zusätzliches Angebot und eine mögliche Zerstreuung schaffen. Gleichzeitig dulden wir eben auch in der Altstadt, dass die Terrassen sich bis 1 Uhr tatsächlich aufgebaut bleiben dürfen, um auch hier eben das Angebot an die Menschen zu machen, die sich draußen aufhalten müssen, in einem geordneten Betrieb sich draußen aufzuhalten. Und eben auch eine zusätzliche Maßnahme, um hier zur Zerstreuung zu sorgen. Und die eben auch schon am letzten Wochenende aus unserer Sicht erste Erfolge oder zum Erfolg beigetragen hat. Die mittelfristig und langfristig haben wir dann eben ein Konzept erstellt, das letztlich eine Ergänzung zu dem eben auch schon vom Oberbürgermeister angesprochenen Stufenkonzept des Krisenstabs ist. Der Krisenstab hat quasi für die gesamte Stadt ein Stufenkonzept entwickelt, wo eben ab einer Stufe 30 schon erste Maßnahmen umgesetzt werden sollen, um eben zu verhindern, dass man dann zu der von Bund und Land ja vorgegebenen Stufe 50, und wir haben es ja in Gütersloh erlebt, dann hat das Land ja auch eingegriffen und ja selbst eben auch einen Lockdown verhängt. Das ist dann eben mit so einer entsprechenden Maßnahme, weitreichende Maßnahme, wäre ja natürlich dann auch in Düsseldorf zu rechnen. Insofern wollen wir auch hier vor die Lage kommen und haben deswegen für uns, für die Altstadt, die ja eben ein ganz besonderer Fleck ist, die eben aufgrund ihrer Bekanntheit, aufgrund ihrer hohen Anziehungskraft einfach immer dafür sorgt, dass wir bestimmte Personendichten haben, die einfach ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellen, haben wir bestimmte Maßnahmen hier nochmal festgelegt, die dann dazu beitragen sollen, dass, wenn wir so einen Inzidenzwert überschreiten, dass diese Maßnahmen dann dazu beitragen sollen, dass natürlich möglichst schnell dieser Inzidenzwert wieder unterschritten wird und wir tatsächlich in der weiteren Eskalation nicht weiterkommen. Es ist eben schon angesprochen worden, wir haben auf einer ersten Stufe jetzt einen Inzidenzwert 30, wo wir eine Kombination aus
Verbot der Musik ab 24 Uhr, die natürlich Menschen einfach dazu animiert, zu tanzen, dann eben in einen näheren Körperkontakt zu kommen und natürlich dadurch eben ein Infektionsrisiko erhöht. Zum Zweiten eben dann ein Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr, was einfach, das stellen wir fest, natürlich auch einen entsprechenden zu bestimmten Zeiten in der Stadt, in der Altstadt, an bestimmten Flecken eben zu einer entsprechenden Personendichte führt, weil die Leute einfach sich draußen aufhalten möchten. Und wir würden das eben kombinieren mit einem Verweilverbot in bestimmten Bereichen der Altstadt, wo wir besondere Personendichten feststellen, wo wir ein besonderes Risiko haben. Also hier eine Kombination aus diesen Maßnahmen, die aus unserer Sicht eben geeignet und sinnvoll sind und auch eine Akzeptanz finden können und auch durchsetzbar sind für die Ordnungskräfte, ohne dass wir zu einer weitergehenden Eskalation kommen. Ab einem Inzidenzwert 40, und da kommen wir dann ja schon drohend in den Bereich von 50, würden wir die Sperrstunde ab 1 Uhr einführen. Das Hintergrund ist hier eben auch an dieser Stelle, dass wir natürlich über einen vermehrten Verlauf in der Nacht, über einen zusätzlichen Alkoholkonsum, über eine zusätzliche Enthemmung natürlich dann eben auch die Leute undisziplinierter werden. Und das soll dann als Maßnahme eben dazu beitragen, tatsächlich in diesen kritischen Stunden, die wir auch als kritisch in den letzten beiden Wochenenden erlebt haben, insbesondere in diesen kritischen Stunden dann tatsächlich Personendichten in der Altstadt zu vermeiden. Und ab einem Inzidenzwert 50 würden wir auf quasi zurückfallen von Seiten der Stadt, dass wir wirklich auch nur noch Speisegastronomie zulassen. Und zwar in der Art und Weise, wie auch die Landesregierung es, ich sag mal, in der ersten Lockerung nach dem Lockdown gemacht hat, dass eben Betriebe öffnen können, die eben weitgehend auch selbst Speisen herstellen. Wir glauben und wir sehen jetzt, dass eben die Speisegastronomie, das ist ein geordneter Betrieb, die Leute sitzen, da ist wenig Fluktuation. Das heißt, das sind Betriebe, das kann man weiter laufen lassen. Man muss also nicht die gesamten Altstadtbetriebe komplett runterfahren. Aber eben, man muss es in einen geordneten und risikoarmen Bereich überführen. Und aus unserer Sicht eben, wir haben mit all diesen Beteiligten der Koordinierungsgruppe sehr, sehr intensiv ganz, ganz viele unterschiedliche Maßnahmen diskutiert und abgewogen und sind eben dann zu diesem Vorschlag gekommen an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Gibt es Ihrerseits Fragen? Meine Bitte ist, wir bringen ein Mikrofon an den Platz, wenn Sie dann einen kleinen Moment warten würden, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Und ein Kollege verteilt jetzt auch eine Pressemitteilung. Dann haben Sie die Informationen, die Sie gerade mündlich bekommen haben, vorliegen. Und kurz nach der Pressekonferenz werden Sie Informationen auch in unserem Medienportal runterladen können, zusammen auch mit aktuellen Bildern hier aus dieser Konferenz. Ich hätte zwei Fragen. Zum einen die Sperrstunde. Ist die so zu verstehen, dass dann die Gastronomie schließt? Sprich, die Leute, die sich in der Altstadt befinden, dürften dann durchaus weiter sich dort aufhalten? Und die zweite Frage, wenn Promotionsteams unterwegs sind, verteilen die Flyer, verteilen die Masken oder wie habe ich mir die Ansprache vorzustellen? Die Sperrstunde ist eine Sperrstunde und keine Ausgangssperre. Also von daher, da schließen die Betriebe. Ja. Genau, und als Ergänzung zu den Promotion-Teams. Die Promotion-Teams sprechen erst einmal an. Und das ist ja auch eine Diskussion mit, soll man eine Maskenpflicht einführen oder nicht? Wir haben das sehr, sehr intensiv diskutiert. Wir sehen die Einführung einer Maskenpflicht skeptisch und haben es deswegen eben auch nicht vorgesehen, weil mehrere Dinge damit einhergehen. Zum einen ist, und das kann Herr Göbel sicherlich auch nochmal bestätigen, das Tragen einer Maske in einer Personendichte über einen längeren Zeitraum eine trügerische Sicherheit. Denn das ist eben auch kein hundertprozentiger Schutz, wenn Sie über 1 oder 2 Stunden auf wirklich engstem Raum mit ganz vielen Personen selbst mit einer aufgezogenen Maske zusammenstehen. Zum Zweiten, die Leute stehen draußen und wollen ja Bier trinken. Das heißt, da wird auch die Maske ständig auf- und abgenommen. Zum Dritten, die Durchsetzung einer Maskenpflicht ist nicht aus zwei Dingen, ist einerseits schwierig
für die und sehr personalaufwendig. Zum Zweiten, wir wollen ja verhindern, das zu durchzusetzen. Zum Zweiten, das Ziel ist ja, eine Personenmenge gar nicht erst entstehen zu lassen oder aufzulösen. Wenn wir jetzt im Einzelfall hingehen und jetzt weigert sich jemand, eine Maske aufzunehmen, wir müssen dann in eine entsprechende Ordnungswidrigkeit eintreten, wir müssen dann Personalien aufnehmen und so weiter und so fort, dann sind Sie auf einmal in einer Personalienfeststellung, die eine halbe Stunde dauert, und Sie haben aber gleichzeitig in der Zeit immer noch die Masse, die das Infektionsrisiko darstellt und die Sie ja auflösen wollen, die aber weiterhin bestehen bleibt. Und insofern sehen wir das als nicht geeignet an, sondern wir versuchen eigentlich mit diesen Maßnahmen vor diese Lage zu kommen, um so eine Masken, ich sag mal, die Notwendigkeit einer Maskenpflicht überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja, bitte. Nichtsdestotrotz, ich wollte damit nicht auf eine Maskenpflicht abzielen, sondern wenn Sie schon Promotionsteams im Einsatz haben, kann es ja sein, dass der ein oder andere Altstadtbesucher sich im Vorfeld nicht informiert hat, was das korrekte Verhalten wäre. Das heißt, wäre da zum Beispiel eine Maske, die verteilt wird und auf eine Freiwilligkeit setzt oder ein Flyer, könnte das ja dazu beitragen, dass der ein oder andere einsichtig wird. Das, Frau Neuber, das ist absolut richtig. Die werden auch Masken dabei haben. Die werden aber vor allem eben auf die Kommunikation setzen und vor allem eben versuchen, auf dem Wege eben die Leute zu sensibilisieren. Also es geht ja darum, dass wir größere Menschenkonzentrationen auflösen. Dass wir sagen, steht auseinander, geht weiter, bleibt nicht auf engem Raum längere Zeit stehen. Weitere Fragen? Wie viele Ordnungswidrigkeitenverfahren haben Sie denn bisher so eingeleitet? Wir haben eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Einen Moment, ich kann Ihnen die Zahl von Stichtag, einen Moment. Wir haben 588 Bußgelder, das ist der Stand vom 5.7. Wahrscheinlich sind wir jetzt wahrscheinlich schon wieder. Wir haben 588 Bußgelder bis zum 5.7. festgesetzt. Über insgesamt 156.800 Euro. Wie gesagt, der Wert vom 5.7., ich weiß, alleine gestern haben wir 9 Ordnungswidrigkeitsverfahren wieder eingeleitet. Also da sind wahrscheinlich in den letzten paar Tagen, in den letzten 5 Tagen wahrscheinlich auch noch mal ein paar dazugekommen. Weitere Fragen? Tests werden eigentlich täglich durchgeführt in Düsseldorf und kann jetzt eigentlich jeder mal da hingehen oder ist das nur symptombezogen, dass, wenn einer sagt, ich habe Symptome, ich möchte mich testen lassen? Das geht immer. Genau, das geht immer. Ne? Also wir sind zwischen etwa 300 bis 500 Tests durch. Das sind aber nur die Tests, die wir in der Mitsubishi Elektrikhalle durchführen. In Düsseldorf werden sehr, sehr viel mehr Tests gemacht, also zum Beispiel niedergelassene Ärzte testen. Natürlich symptomatische Patienten, die Uniklinik testet, die Patienten, die dort aufgenommen werden. Das heißt, es werden in Düsseldorf, anders als es häufig in der Presse steht, sehr, sehr, sehr viel mehr Tests gemacht. Wir kommunizieren nur immer die Zahlen der Positiven, weil das ist letztendlich das, was interessiert. Wir haben eine Fallfindungsquote von 6%. Das ist relativ hoch. Andere Städte im Süden von NRW haben Fallfindungsquoten von unter 1%. Das liegt sicherlich daran, dass wir immer noch sagen, symptomatische Patienten werden, die müssen immer mindestens noch ein Symptom haben oder Kontaktpersonen sein. Damit haben sie natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, sich infiziert zu haben, als jetzt die Allgemeinbevölkerung. Zu den Testungen direkt konkret. Sie hatten, glaube ich, den 15. Juli als Frist gesetzt für alle Senioreneinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, dass diese Reihentestung durchgeführt wird. Haben sich da jetzt alle entsprechend bewegt? Weil es gab da ja scheinbar nicht Widerstände, aber nicht unbedingt die Begeisterung über diese Maßnahmen. Meist Älteren Damen mit irgendwelchen Tests belatschern, sondern es geht einfach darum, dass man das in einem abgestimmten Verfahren macht. Das ist jetzt
weitestgehend abgeschlossen. Ich kann Ihnen jetzt die Zahlen aus dem Stegreif nicht sagen. Die allermeisten Heime haben das Angebot wahrgenommen. Ich habe jetzt nochmal die verbleibenden Heime angeschrieben, nochmal so eine letzte Frist gesetzt, dass wir dann wirklich alle Heime durchführen. Eben auch nochmal zu den Tests, 300 bis 500, das ist am Tag, oder? Genau, das ist am Tag. Aber das ist nur, sind nur die Tests in der Mitsubishi Electrical und die der mobilen Dienste. Wir haben ja diese aufsuchenden KTWs, die jetzt die Altenheime absteigen. Ihre Kollegin hat es ja bereits erwähnt, aber auch die Gemeinschaftseinrichtungen, Asylbewerberunterkünfte, aber auch natürlich Patienten, denen es halt schlecht geht, die jetzt nicht unbedingt in eine Arztpraxis gehen sollen, weil sie möglicherweise infiziert sind. Ja, und kann man sagen, also das ist nicht deutschlandweit. Im deutschen Vergleich besonders viel getestet wird, oder? Mir fehlt da der Vergleich. Die Vergleichbarkeit ist ja schwierig. Wenn Sie die Daten aus NRW nehmen, da sehen Sie halt immer nur die 7-Tages-Inzidenz. Sie sehen die absoluten Zahlen der Todesfälle, wo man natürlich auch sagen muss, was helfen denn absolute Zahlen? Das müssen Sie ja mindestens auf eine Rate umrechnen, damit Sie es irgendwie vergleichen können. Ich glaube ernsthaft, dass wir das hier sehr vernünftig machen, dass wir das auch sozusagen risikoadaptiert machen. Sie müssen ja auch immer bedenken, wenn Sie jetzt asymptomatische Patienten in einem großen Stile testen, dann das ist ja nicht ressourcenschonend. Also mit irgendein, also idealerweise haben Sie eine Situation, wo Sie auch durch die Klinik, also durch die Symptome, das so weit eingrenzen können, dass der Test nur noch sozusagen die Bestätigung ist. Das ist bei Covid leider nicht möglich, weil die Symptome sehr diskret sind. Aber 6% ist schon eine Zahl, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Das, wie gesagt, es gibt Städte, die liegen weiter runter. Ja, ich finde, also jetzt als es so hoch ging zum Beispiel, man ist ja immer verunsichert dann und also fragt sich, ist das, wurde zu der Zeit, liegt es vielleicht an den Test und gab es zu der Zeit Tests oder kann man davon ausgehen, die sind immer gleich und dann war es wirklich da höher und jetzt ist es gebannt? Oder also wie ist diese plötzliche Höhe da zu erklären und befinden wir uns noch in der Zeit? Oder also genau, das sind wirklich komplizierte Fragen. Also das eine ist, das geht weitestgehend in ein Labor, das heißt, es ist jetzt nicht der Test gewechselt worden. Das ist ja auch immer so eine Frage, wenn man irgendwelche Sprünge hat, haben die jetzt ein neues Verfahren, haben die einen Test mit einer höheren Sensitivität? Nein, das ist nicht der Fall. Es ist aber insofern eine wichtige Frage, weil in NRW gibt es natürlich ganz verschiedene Labore. Es gibt auch, wir arbeiten mit einem Labor in Düsseldorf zusammen, wenn Sie jetzt mit einem Labor in Süddeutschland zusammenarbeiten und die Tests da innerhalb von 6-8 Stunden hingefahren werden, hat das natürlich auch einen Einfluss auf das Ergebnis. Das heißt, es ist echt ein komplexer Prozess. Und wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass es so ein undulierendes Geschehen ist. Also jetzt ist es sicherlich günstig und wir sind alle sehr, sehr froh, dass diese Zahlen in Düsseldorf rückläufig sind. Aber das liegt an verschiedenen Faktoren. Wir müssen im Grunde genommen diese Aufmerksamkeit immer behalten. Also auch diese Maßnahmen, die Herr Zaum und Herr Geisel angekündigt haben, die sind ja extrem wichtig. Also wir können uns jetzt nicht zurücklehnen und können sagen, das Thema Covid ist vorbei. Deswegen auch dieser Hinweis auf die Situation in Brasilien und USA. Da sieht man ja, wie schnell das schiefgehen kann, wenn man sich ganz bewusst im Falle der USA gegen solche Maßnahmen ausspricht. Und die müssen natürlich immer angemessen sein. Also das, was jetzt in Melbourne passiert, ich glaube, die haben 127 Fälle und schließen jetzt eine Stadt von knapp 5 Millionen Einwohnern. Das finde ich auch total unverhältnismäßig. Und wir müssen alle, das ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe, wir müssen alle alles dafür tun, dass wir unser normales Leben weitestgehend, so wie wir es gewohnt sind, weiterleben können, mit diesen gewissen Einschränkungen wie Maske in engen Räumen, Händedesinfektion und die Maßnahmen, die jetzt auch hier ermöglichen. Ja, weil diese 20 da plötzlich waren, als es dann hieß, Düsseldorf auf Platz 2, so, das war ja schon irgendwie aufhören. Kann man sich das Geschehen im Nachhinein erklären? Wo war da ein bestimmter Ausbruch oder kann man gar nicht sagen? Nee, wir haben, wenn das wäre einfach, wenn wir jetzt so einen Ausbruch gehabt hätten, dann hätte man das ganz klar darauf zurückführen können. Das ist in Düsseldorf nicht der Fall gewesen, war auch in Düsseldorf nie der Fall. Die Uni hat das mal so molekularbiologisch untersucht. In Heinsberg gab es in dieser Karnevalssitzung wahrscheinlich eine Person, die das da irgendwie eingetragen hat. Hier gab es immer mehrere, durch die internationalen Kontakte, durch das Reisen und so, auch einfach durch die Größe der Stadt. Wir haben eigentlich so ein unterschwellig diszipliniertes Geschehen, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man diese Maßnahmen auch flächendeckend durchführt. Händedesinfektion, Maskenabstand, all das, was ja schon jetzt beinahe langweilig klingt. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir das, dass uns das noch eine gewisse Zeit begleiten wird. Es wird eine neue Normalität geben.
kann es nicht sein, dass die Altstadt eigentlich der Hotspot ist und von da aus sozusagen das in alle Stadtteile verteilt wird? Weil hier kommen ja Leute von allen Stadtteilen kommen in die Stadt und dann holt sich da einer, wird es verteilt und dann geht es wieder zurück in die Stadtteile und wird dann da wieder, dass man nicht da in der Altstadt noch vielleicht viel früher manchmal vielleicht mehr, noch zu mehr stärker Maßnahmen greifen muss. Naja, das ist eine Theorie, ja, die kann durchaus sein. Deswegen sind ja genau diese Präventionsmaßnahmen hier werden letztendlich umgesetzt. Man muss aber sehen, in der Altstadt sind ja nicht nur Düsseldorfer, sondern es sind natürlich auch sehr, sehr viele Menschen aus dem Umland, die werden dann dort gezählt. Also wir zählen in der Tat nur die Düsseldorfer Bevölkerung, die hier gemeldet sind. Das heißt, einer, der sich möglicherweise in Düsseldorf ansteckt, aber in Duisburg wohnt, wird in Duisburg gezählt. Aber natürlich, klar, das ist ja der Grund, warum wir jetzt hier so ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die Altstadt erstellt haben, weil wir genau diese Befürchtung haben. Wir wollen das natürlich präventiv machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir durch die Kontaktpersonennachverfolgung erfahren, dass dann nochmal jeder Zweite irgendwo in der Altstadt war in den letzten 14 Tagen und erkrankt ist. Sondern nein, wir müssen präventiv vorgehen, damit genau das nicht passiert. Im Übrigen werden natürlich die Indexfälle, also die positiven Fälle, werden befragt, wo sie waren, ob auf einer Familienfeier oder im Ausland oder dergleichen. Aber das ist auch immer extrem schwierig zu werten, weil sie sich natürlich immer, sie müssen sich an alles erinnern, ne, was sie gemacht haben, und das ist schwierig, wird aber erfragt. Sie haben, also warum haben die dann nirgendwo sowas wie eine allgemeine Maskenpflicht für die Altstadt? Das wäre ja durchaus naheliegend, dass man das vielleicht ab einem bestimmten Punkt tut. Also es gibt ja in den Restaurants und gastronomischen Einrichtungen gilt ja die Maskenpflicht, solange man nicht am Sitzplatz ist. Und das wird ja auch vom OSD gewissermaßen überprüft und gegebenenfalls eingeschritten, wenn das nicht der Fall ist. Im Freien, wie gesagt, da ist es bisher, aber das ist auf der einen Seite, nach allen Erkenntnissen, die wir haben, ist die Gefahr im Freien vergleichsweise gering. Und der zweite Punkt, den hat ja Christian Zaum erwähnt, es ist wahrscheinlich eine erhebliche Fehlallokation von ohnehin knappen Polizei- und Ordnungsdienstressourcen, wenn wir jetzt gewissermaßen die Nichteinhaltung der Maskenpflicht in den Straßen der Altstadt durchsetzen wollten. Also ich glaube, das würde wahrscheinlich, man sollte sich in der Tat auch, was den Einsatz knapper Ressourcen angeht, fokussieren auf die echten potenziellen Gefahrenherde. Und da sind wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt zu der Überzeugung gelangt, dass jedenfalls allein gewissermaßen das Nichttragen einer Maske im öffentlichen Raum kein Gefahrenherd ist, der es rechtfertigt, die Ressourcen darauf gehen. Und das wäre dann ja wahrscheinlich ein relativ hoher Einsatz, der dafür erforderlich wäre. Ich glaube, das wäre unwirtschaftlich und nicht zielgerichtet. Das haben wir ja gerade in den letzten Tagen erlebt, wie stark und mitunter diese 7-Tages-Inzidenz schwankt. Das greift, wenn wir jetzt, nehmen wir an, jetzt die 30 erreicht haben, das greift dann sofort da oder schaut man dann, okay, bleibt das tatsächlich, gibt es einen Trend, weil sonst gibt man ja unter Umständen, wenn man da sich in diesem Bereich bewegt, irgendwie jeden Tag dann eine andere Losung aus, oder? Das ist ja dann ein bisschen verwirrend für alle. Naja, also Sie haben recht, wenn Sie jetzt zum Beispiel schauen, Sie haben eine 1-Tages-Inzidenz, da muss man natürlich sagen, okay, das schwankt ja immens. Ne? Dann hat man die 7-Tages-Inzidenz genommen, die Schwankungen so ein bisschen auszugleichen. Natürlich, je mehr Tage Sie zusammenfassen, umso geringer ist die Schwankung. Das ist natürlich immer so ein Trade-off, was macht man jetzt. Aber ich glaube, wichtig ist, Sie können ja immer auch so anhand dieser Zahlen, können Sie natürlich immer auch versuchen, das so zu extrapolieren, gibt es einen Trend. Ne? Momentan ist es in der Tat so, dass der Trend leicht rückläufig ist, was den Gesamttrend angeht. Aber natürlich, immer Ausreißer haben, aber wenn die Ausreißer dann durch ein Ausbruchsgeschehen sind, wie jetzt im Altenheim, das hat es ja auch gegeben, dann hat es natürlich jetzt für die Gesamtbevölkerung keine große Relevanz. Aber ich denke mal, einfach wegen der Vergleichbarkeit sollte man auf jeden Fall bei der 7-Tages-Inzidenz bleiben. Klar kann man jetzt auch eine 14-Tages-Inzidenz berechnen, das ist ja nicht kein Hexenwerk, und dann hat man natürlich weniger Schwankungen, weil das glaube ich auch keinen Sinn. Aber das haben wir natürlich auch diskutiert, haben wir jetzt so eine One-Off-Situation. Natürlich besonders schwierig, was die Maßnahmen angeht. Aber ich glaube, man muss irgendwo einen Cut setzen, um dann auch wirklich agieren zu können. Das ist mit allen Schwellenwerten so. Alles hat immer ein bisschen, das ist wie mit Stichtagsregelungen. Da gibt es halt ein
Wert, wenn er überschritten ist, dann gilt, und ich darf noch mal darauf hinweisen, Christian Sommer hat es ja auch gesagt, gewissermaßen die Baseload, die Maßnahmen, die wir immer machen, völlig unabhängig vom Erreichen von Schwellenwerten, die laufen sowieso immer weiter und dann ab einem Schwellenwert, und das sind ja nun relativ klar identifizierte und auch, ich würde mal sagen, mit vertretbarem Aufwand durchsetzbare Regelungen, die gelten halt, wenn der Schwellenwert überschritten ist. Nur eine Nachfrage noch. Also bei 50, das heißt aber, dass dann nur noch Speisegastronomie auf ist und alles andere zu? Weil da zusätzlich steht? Okay. Einschreitet oder Vorreiter, oder gibt es in anderen Städten auch so ein Konzept? Das Moment, nee, eher. Wir sind die erste Stadt, die einen entsprechenden Stufenplan entwickelt hat. Das ist ja im Moment eine eher theoretische Fragestellung, da die meisten Städte, weit wir ja auch, vergleichsweise weit entfernt sind von diesem Schwellenwert. Aber wir sagen, wir wollen, dass auch alle Gewissheit haben, was passiert, für den Fall, den wir ja nicht ausschließen können, dass die Infektionszahlen wieder deutlich steigen und dieser Schwellenwert überschritten ist, dann sind wir vorbereitet und haben einen klaren Maßnahmenplan. Herr Geisel, die Stadt Köln hat ja zum Beispiel auch sehr in die Breite getestet, hat das komplette Pflegepersonal getestet und hat auch viel Personal eingestellt für dieses Kontaktpersonenmanagement. Sind das Maßnahmen, die auch für Düsseldorf sinnvoll und realistisch wären? Da kann Klaus Goebbels gleich noch, aber ich glaube, wir haben hier eine sehr, wie ich finde, überzeugende und intelligente Art der Testung. Selbstverständlich testen wir auch Einrichtungen, Pflegeheimen, in den Krankenhäusern wird ohnehin getestet. Und ich glaube, was, finde ich, sehr vorausschauend ist, ist das, was wir dieses aufsuchende Testen nennen. Also, dass wir sagen, dort, wo es einen Hinweis gibt, dass sich irgendwo ein Hotspot entwickelt haben könnte, da testen wir das gesamte Umfeld. Und es führt natürlich manchmal auch dazu, hast du so schön gesagt, ich glaube, das ist sogar ein Bibelspruch, suchet und ihr werdet finden. Also wer natürlich dort sucht, der ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir positive Ergebnisse generieren, als wenn wir jetzt gewissermaßen random die Bevölkerung testen würden. In Köln, das ist richtig, hat man Pflegepersonal in den Heimen sehr gut getestet. Wir haben das im Grunde ergänzt und haben gesagt, wir testen das Pflegepersonal und eben auch die Bewohner im Rahmen der aktiven Fallfindung, weil das hat auch die Realität gezeigt. Man findet eben bei beiden dann positive Fälle, sodass man zum Teil in den Heimen dann diese Erkrankung noch eingrenzen kann, weil wir alle wissen, wenn es einmal durch den Pflegeheim durchgeht, dann versterben eben auch Patienten. Deswegen haben wir gesagt, es reicht nicht nur, das Pflegepersonal zu testen. Den anderen Teil Ihrer Frage, was das Kontaktpersonenmanagement angeht, ja, da haben wir auch auf Personal erstmal intern zurückgegriffen. Das war in Zeiten des Lockdowns so. Das ist natürlich durchaus sinnvoller ist in meinen Augen, diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal in das Kontaktpersonennachverfolgungsmanagement zu überweisen, die jetzt vielleicht aus der Kultur sind und gerade nichts zu tun haben. Das haben wir gemacht. Wir haben aber auch mit dem RKI solche Containment Scouts bekommen und haben das zum Teil mit Studierenden gemacht. Und die wissen ja selber, Studenten sind gerne in der Welt unterwegs. Jetzt kann man mal nicht nach Neuseeland fliegen und sind jetzt auch froh, dass die bei uns letztendlich arbeiten können. Da haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir sind extrem engagiert und das läuft bis heute weiter. Gibt es noch weitere Fragen? Das mit dem in die Listen eintragen, das wird weiterhin verfolgt und ist das, hat sich das als hilfreich entpuppt oder und wird es überhaupt in den Kneipen auch gemacht? Nee, im Nachtleben nicht oder nur in den Restaurants weiterhin? Überall? Im Moment ist nur zulässig, dass Sie sich in einer Kneipe in einem Sitzplatz aufhalten und wir kontrollieren das als Ordnungsamt sehr, ich sage jetzt mal, alle die beispielsweise die Ordnungswidrigkeiten, die ich gestern angesprochen habe, beziehen sich alle auf gastronomische Betriebe. Wir haben gestern 35 gastronomische Betriebe im gesamten Stadtgebiet überprüft und um das vielleicht auch mal klar zu machen, 13 davon völlig unproblematisch, werden einwandfrei geführt, vorbildlich geradezu geführt, 13 mit kleineren Mängeln, wo wir dann ein bisschen hinweisen.
und 9, wo wir tatsächlich dann aber eben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet haben, weil wir eben gravierende Verstöße haben. Und auch da gehen wir insofern vor, dass wir, wenn wir gravierende Verstöße feststellen, wo wir jetzt sagen, da besteht jetzt schon auch ein Infektionsrisiko, dass wir dann vorübergehend den Betrieb zumachen, bis diese Mängel abgestellt sind. Die werden dann kontrolliert und da gehören unter anderem auch die Listen dazu. Das wird auch innendienstlich durch das Ordnungsamt nachgehalten. Und die werden ja auch, Herr Dr. Göbels hat es ja eben auch angesprochen, tatsächlich dann eben auch bei der Nachverfolgung entsprechend herangezogen. Also das klappt, dann steht natürlich bei Zimmer, ja. Darauf kontrollieren wir. Und wenn diese Listen nicht vernünftig geführt werden, dann leiten wir eben entsprechende Maßnahmen, wie beispielsweise ein Bußgeld- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Verstehe ich das richtig, dass alle 588 an gastronomische Betriebe bzw. Geschäfte im weitesten Sinne gingen und keine Privatpersonen wegen Corona-Schutzmaßnahmen, Verstößen mit Ordnungswidrigkeiten belegt wurden? Ich will jetzt nicht ausschließen, also der absolute Schwerpunkt liegt sicherlich im Bereich Gewerbe und Gastronomie. Ich kann es jetzt nicht sagen, müsste ich jetzt tatsächlich nochmal in die Statistik gucken. Da ist möglicherweise auch eine Einzelperson mal dabei, aber sicherlich der absolute Ausnahmefall. Gibt es noch weitere Fragen? Habe ich keinen übersehen?